Hallihallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Portal 2. Wir sind hier wieder unterwegs mit unserer hübschen Kartoffelfreundin. Nein, nein. Nein, 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 nein. Okay, sie ist nicht unsere Kartoffelfreundin. Sie ist nur eine Kartoffelbekannte, eine Kartoffelmitläuferin. Ich komme, noch nicht anfangen. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. So wie eine Erinnerung. Und los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Okay, so wie er mit Räumen fährt, haben wir schon gemerkt, als er uns damals aus der Kammer, aus unserem Häuschen, aus unserem kleinen Räumchen rausbuxiert hat. Er kann einfach nicht mit Räumen fahren, ganz klar. So, lass mal gucken. Hier haben wir einen Knopf. Was ist das da oben? Ja, hier geht einfach mal ein Rohr durch. Okay. Also gut, wir haben hier unseren Anfang. Dann... Och, das war falsch. Kommen wir hier nach unten. Und hier nach oben. Und dann eventuell hier rüber. Nein. Bringt ja nichts. Ich müsste hier rüber. Ja, ich gehe jetzt erstmal. Oh, schade. Da ist ein Gitter davor. Ach, und was ein Zufall. Hier ist ein kaputtes Schrottzeug davor. Okay, ich müsste hier hoch. Da komme ich auch wieder nicht vorbei. Bisschen tricky. Ah, okay, wenn ich hier... Ja, genau. Also. Erstmal so, dann so. Ich bin doch jetzt drin. Und jetzt bin ich wieder draußen. Ich muss hier rein. Und dann... okay. Ich muss hier rein. Und dann wo muss ich raus? Hier muss ich raus dann. Ah, nicht. Oh, okay. Ja, nein, doch, so kann es funktionieren. Ach, ich muss gar nicht da raus dann. Okay. Ich muss nur hier hoch. Und da rein. Und dann hier raus. Und schon geht's nach da drüben. Zur anderen Kammer. Uah. Oh, da sitzt eins drin. Süß. Das fällt aber runter, wenn ich hier... oder? Wo kommt denn das raus? Das hängt dann hier fest. Ah, okay, und so kann ich es dann rüberholen. Okay. So. Boing. Und... Oh, das war knapp. Mein Lieber. Hallo, komisches Tier. Wir müssen da rüber. Oder gehst du da allein rüber? Halt! Bleib liegen. Ah, da oben war hier eins. Okay, dann kann ich dich da oben hochschicken. Wenn ich hier springe, dann lande ich hier drin. Okay, wir versuchen es mal. Und dann
Oh, okay, hat funktioniert, sehr schön. Lauf ja nicht weg, ich sagte nein. So. Okay, so kommen wir da hoch. So kommen wir da rein. Oh, jetzt kann ich nicht. Hey, wo bist du? Oh nein! Warum bist du rausgefallen? Du blödes Ding. Hör auf damit! Hör auf damit! Mann. Ja, jetzt ist hier natürlich... Achso. Nein! Das war zu früh. So. Okay, ich hätte zuerst auch da hoch sollen. Blöde Idee. Aber wie komme ich da rüber? Halt, halt, ich will... Nein. Achso, so komme ich genau da raus, okay. So, aber so, Moment mal, so kriege ich doch den dann wieder nicht. Kriege ich den da rein? Nein, dann ist hier erstmal... Leg dich hin. Da muss er hoch. Aber ich muss hier oben bleiben. Hochwerfen ist nicht, ne? Ach nö. Okay, nicht getroffen. Ach Mensch. Ach, ich bin doch im Bett. Ich gehe natürlich einfach mit. Oh, hat mir nicht gereicht. Upsa, ans Mikrofon gestoßen. Ach, Leute. Das gibt's doch nicht. Enttäuschend. Oh nein, es passiert schneller als gedacht. Es wird schon alles werden. Was passiert? Was wird werden? Wovon redest du, verrückte Kartoffel? Ey, du verrückte Kartoffel, ey, wovon redest du, ah? Ich weiß nix. Aber die Test... Teste weiter, ich suche nach einem Ausweg. Die Tests haben es in sich.
Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausbäckchen. Fetti, Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Ich will, dass er dich hat. Nichts. Einige meiner besten Freunde sind Vollwaisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf! Mach schon. Mach einfach den Test. Oh nein. Schlafmodus aktiviert. Tschüss. Hier kann ich aber nirgends. Tschüss. So, komm her. Halt, halt, halt. Würfel, ich brauch dich. Halt, halt, halt. Oh nein. Wenn ich da drauf gehe. Okay, da kommt ein neuer. Kommt raus. So, komm her. Leg dich hin, bleib liegen. Wo willst du hin? So. Okay. Und wenn ich dann eins hinmache, geht's in die Richtung. Ah. Das kehrt also um. Den ganzen Spaß. Und jedes Mal bricht irgendwas. Bricht irgendwas ab. Auch schön, wie hier oben dann umdreht. Lustig. So, da wird er aber gleich mitgenommen. Wenn ich hier umdrehe. Achso, aber ich kann ja hier eins hinmachen. Bleib ja da drauf liegen, ja? So. Und wie komme ich jetzt genau da hoch? Oh oh. Das wollte ich jetzt nicht. Okay. So ist falsch rum. Ah, ich weiß schon wie. Ah. Oh. Durchgeschwommen. Das ist nicht genug. Dabei ist der Test zu einfach. Aber mich einen Schwachkopf nennen. So. Mit der Schwachkopfsache bin ich vielleicht etwas zu weit gegangen. Ja, nicht, dass der dann nachher uns böse wird. Und uns, ja, frittieren mag. Die haben es teilweise schon in sich, die Tests. Oh, jetzt spielt er klassische Musik. Oh mein Gott. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. So, wo komme ich hin, wenn ich hier... Komme ich hier rüber und hier... Komme ich wieder zurück. Wo
Wo muss ich denn überhaupt hin? Da hoch muss ich. So vielleicht? Nö. Wie komme ich da hoch? Hier unten gibt es nichts außer Tiefe. Ah, okay. Ich weiß, wie ich da hochkomme. Ja, dann komme ich aber da hoch nur. So komme ich da hoch. Okay. Aber wie komme ich dann von da nach darüber? So, jetzt bin ich oben. Da muss ich hin. Das öffnet hier einen Dinger und dann kommt hier ein Würfelchen rausgehüpft. Das Würfelchen muss da drauf. Aber wie komme ich da rüber? Eventuell hier über das Rohr latschen. Aber ich habe halt hier keins in die Richtung. Okay. Da ging's auch schon abwärts. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Okay. Ist in Ordnung. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du es gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Guten Tag. Und tschüss. So, und jetzt gleiches Spielchen wie eben gehabt. Oh, was war das denn? Das war gar nichts. Nichts! Der von ihm besetzte Körper, meiner, besitzt eine integrierte Testeuphorie. So. Mit der Zeit wird man ihr gegenüber unempfindlich und es wird etwas unerträglich. Doch mit mentaler Stärke hält man es aus. Aha. Mir war es egal. Mein Motiv war die Wissenschaft. Er aber... Eaba oder Reaba? Oder was hat sie da zum Schluss gesagt? Eaba? Also die Kammer war jetzt schon etwas leichter. Wenn ihr nicht in eine Lösungseuphorie verfällt, sieht es schlecht aus. Okay. Ein kleines Problem mit dem Bildschirm. Kein Problem. Solange die Tür noch funktioniert. Kümmere dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Ihr bringt uns direkt zu ihm. Perfekt. Okay. Wir fahren wieder mit dem Raum, sprich, wir werden gleich irgendwo dagegen knallen. So. Da haben wir lustige Gesellen. Da oben sitzt einer drin. Den ich hier nicht durchkrieg. Da ist ein Schalter. Und da wird er verbrutzeln. Oh. Erstmal
machen wir hier zu? Erstmal dicht machen. Dass die Jungs uns da nicht angreifen. Ja, wo komme ich denn da hin? Oh, gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Schwachkopf. Okay. Oh, das habe ich jetzt vergessen. Hutsch. Oh nein, ich Idiot. Ach nee, das haut dann eh ab, wenn ich da durchgehe, ne? Ich würde euch gern schnappen. Ihr kleinen Kackvögel. Nein, das geht hier nicht. Ich komme auch mit dem Würfel hier nicht durch. Okay, das ist ein Emanzipationsgrill. Der auch meine Portale auslöscht. Schwierig. Oh, ich bin tot. Okay. Das ist schwieriger als gedacht. Wenn ihr nicht in eine Lösungseuphorie verfällt, sieht es schlecht aus. Kümmere dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Müsste irgendwie dieses Ding ausschalten. So vielleicht. Dann wird der zumindest nicht mehr gegrillt. Oh, okay. Entschuldigung. Okay, jetzt liegt der da, aber ich komme mit dem nicht darüber. Absolut nicht. Ah, aber ich weiß, wo ich hinkomme. Nur wie kriege ich den da jetzt raus? Okay, da komme ich auch nicht. So. Kommen wir hier durch? Nein.
Wir kommen hier nicht durch. Aber, komm mit. Wir kommen hier raus. Okay, das war Quatsch. Ich Idiot. Oh, ich Idiot. Beide Portale dahingeschossen. Mann, bin ich blöd. Wenn ihr nicht in eine Lösungseuphorie verfällt, sieht es schlecht aus. So, jetzt aber. Kümmer dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Wenn ich hier das Blaue hinmache, dann ist der Ding weg. Und dann das Orangene. Dann ist hier das Orangene weg. Das Blaue. So. Okay, wir sind zumindest schon mal wieder draußen. So, hier komme ich darüber. Aber nur wenn da eine Wand vor ist. Boing. So, los, geh auf den Knopf. Es läuft nicht auf den Knopf. Nein! Oh, mein Würfel! Ach Mensch. Das ist doch blöd. Au. Okay. Wenn drei schießen, komme ich da nicht drüber. Ich will eigentlich... Wir sind schon Überlänge. Oh! Okay, es wurde gespeichert. Sehr schön. Nicht da rein. Nein. Oh Mensch. Na gut. Ich kann ja eben nochmal einen schnell einholen. Halt, halt, halt. Ach so. Ich vergaß. Und hopp. Und jetzt bitte nicht da reinfallen, ja? Ich muss wahrscheinlich eh mit runter. Oder kann ich den so runterfallen lassen, dass er... Nein, natürlich läuft er nicht dahin. So, geh mal bitte zum Knopf, ja? Hier, siehst du den Knopf? So, nu. Lauf zum Knopf. Lauf zum Knopf. Los. Läuft nicht zum Knopf. Ach, hier oben komme ich ja auch noch hin. Na, das muss erstmal einer wissen. So, jetzt kommt da Licht ins Dunkel. Nur wie komme ich jetzt wieder da hoch?
Ach, ich muss das von woanders machen. Okay. Ich muss das von hier oben machen. So. Jetzt können wir hier auch walten und schalten. Bist du wirklich absolut sicher, dass du das richtig machst? Schieß mir ja wohl nicht auf den, ja? Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Ja, ja, bla bla. Nein, nein, das war die Lösung. Ach, ich verpasse alles. So, Leute. Geschafft. Und es wird Zeit für ein Folgenpäuschen. Wir sind schon deutlich drüber und ich habe auch noch etwas zu tun. Daher sage ich jetzt mal, ich beende die Aufnahmesession. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Time to Play in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Das ist nicht gut. Oh mein Gott. Es geht brutal weiter. In der nächsten Folge. Verpasst's nicht. Seid wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Portal 2. Bis dahin. Ciao.